sich keiner so richtig gekümmert. Anna wäre heute 12 und in der 6. Klasse. Ihre Pflegemutter hat sie in der Badewanne ertränkt. Vor Gericht steht seit heute die zuständige Sozialarbeiterin vom Jugendamt Königswinter bei Bonn. Das Kind wurde in der Pflegefamilie misshandelt. Im Juli 2010 kam es schließlich zu der Tötung des Kindes durch die Pflegemutter. Die Angeklagte hatte keine Kenntnis von den Misshandlungen. Die Staatsanwaltschaft ist allerdings davon überzeugt, dass es konkrete Hinweise auf Misshandlungen gab, denen die Angeklagte hätte nachgehen müssen. Anna war in der Pflegefamilie untergebracht, weil ihre leibliche Mutter persönliche Probleme hatte. Zunächst lief alles gut. Anna hat ihre Pflegemutter zunächst liebevoll Tanti genannt. Doch irgendwann kippte die Situation. Die Pflegeeltern begannen, Anna zu quälen und zu misshandeln. Die Nachbarn schlugen Alarm. Unsere Wände sind nicht dick und ich wohne ganz oben in der 3. Etage. Und hat man gehört, dass sie wird gerade geduscht und dass sie jetzt Angst hat und geschrien hat. Es ist zu heiß, sie möchte nicht. Und die Mutter hat lauter geschrien als das Kind selbst. Das macht man ihr eigentlich auch nicht. Sehr aggressiv. Kurz vor ihrem Tod ist Anna sogar nackt vom Balkon der Erdgeschosswohnung gesprungen, um sich vor ihren Pflegeeltern in Sicherheit zu bringen. Die Polizei wurde gerufen. Doch auch nach diesem Einsatz hat das Jugendamt Anna nicht aus der Familie genommen. Also es gab Hinweise darauf, dass es eine Verschlechterung von ihrem Zustand gab. Ob der jetzt aber durch die Pflegeeltern produziert wurde oder nicht, das konnte man so nicht sehen. Aber man hätte dem aus meiner Sicht auf den Grund gehen müssen, wieso es zu dieser Verschlechterung kam. Die 46-jährige Sozialpädagogin hat damals den Aussagen der Pflegeeltern vertraut, das Kind sei schwierig und aggressiv. Ganz allein mit Anna hat sie nie gesprochen. Sie sei geschockt gewesen, als sie vom Tod des Mädchens erfahren habe. Die Pflegemutter ist bereits zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Sie hat das 9-jährige Mädchen vorsätzlich länger als 3 Minuten unter Wasser gedrückt, bis Anna bewusstlos und schließlich tot war. Monate vor dieser Eskalation und dem Tod Annas muss dem Jugendamt bekannt gewesen sein, dass es Probleme gab. Die Pflegemutter selbst soll gegenüber der Angeklagten geäußert haben, dass sie mit dem Kind nicht gut zurechtkommt. Auch ein Lehrer hat einmal gegenüber der Angeklagten oder gegenüber dem Jugendamt davon gesprochen, dass es dem Kind möglicherweise nicht gut geht. All dies sind Indizien, aufgrund derer die Staatsanwaltschaft meint, die Angeklagte hätte einschreiten müssen. Die Angeklagte und deren Anwälte äußern sich gegenüber der Presse nur schriftlich. Die Gefahr für Anna sei nicht vorhersehbar gewesen. Heute wisse man, dass man die manipulative Vorgehensweise der Pflegemutter nicht durchschaut habe. Auf der Anklagebank sitzt eine zierliche, kleine Frau, die mit den Händen knetet und sichtlich um Fassung ringt. Schließlich wird der gelernten Sozialpädagogin vorgeworfen, dass sie schon Monate vor Annas Tod hätte erkennen müssen, dass das Mädchen nicht gut aufgehoben ist in der Pflegefamilie. Über ihre Verteidigung ließ sie der Mutter von Anna ausrichten, dass sie der Tod des Mädchens zutiefst erschüttert habe und dass sie darunter auch heute noch leide. 2 Tage nach dem Mord hat Susanne G. im Jugendamt Königswinter wichtige Akten vernichtet. Gesprächsprotokolle mit der Leiblichen und der Pflegemutter sowie mit Anna landen im Schredder. Nach dem Tod des Kindes soll die Angeklagte dann beim Jugendamt geführte Akten inhaltlich manipuliert haben. Sie soll Aktenvermerke verändert haben und andere Aktenvermerke insgesamt aus der Akte entfernt haben, um so eigene Fehlleistungen oder auch Fehlleistungen des Jugendamts als solches zu vertuschen. Das Jugendamt will sich nicht vor der Kamera äußern, nur schriftlich. Die Pflegemutter habe ein Geflecht von Lügen und Manipulationen gestrickt. Das habe man geglaubt. Bis heute findet die Behörde keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Gegen den Leiter des Jugendamtes wird nicht mehr ermittelt. Die Staatsanwaltschaft konnte ihm kein Versäumnis nachweisen. Nur die zuständige Betreuerin ist angeklagt. Das Gericht muss klären, ob sie die Not des Pflegekindes hätte erkennen können. Für unterlassene Hilfe und Urkundenunterdrückung drohen jeweils bis zu 5 Jahren Haft.